Feindliche Einheiten im Wirkungsbereich. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Lebenskraft, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Minus Ausdauer. Nee. Bewegungsverzögerung. Nehmen wir Verwundbarkeit bloßstellen. Ich könnte ihm ja entweder jetzt einen Waffenschwerpunkt geben. Mit Zepter und Stab. Oder aber ihm gefährliches Werkzeug. Nee. Nee. Anmutiger Rückzug. Das wäre nur eine gute Idee. Tiefe Taschen. Nee, Schnellauswahlplätze brauchen wir nicht. Nee, dann gehen wir im Bonuszauber. Das ist immer gut. Bonuszauber ist immer das Beste. Yes. So. Yes. Hast du noch was zu sagen? Es wird gut tun, nach Rivuna zurückzukehren. Ich hoffe, Fentre, Alof und seiner Begleiterin geht es gut. Ich stehe Certainly. direkt vor dir. So, dann machen wir mal einen Quick Save. Ah, hier ist das Zimmer offen. Weil hier ein Orleaner namens Ripley rumsteht. Notiz von Azzo. Ripley, für mein nächstes Experiment brauche ich noch mehr Kupferrohre. Besorgst sie dir nicht aus den Vorräten des Sanatoriums. Ich habe jetzt keine Zeit für die unausweichlichen Fragen des Oberaufsehers. Kettmann Azzo. Dein Tagebuch wurde aktualisiert und Duvens hat einen Stufenaufstieg. Okay. Duvens klingt erstmal überleben. Ermächtigtes Verbot. Die Verurteilung des Feindes durch den Priester werden treffender, wodurch die Genauigkeit seiner Verbotsfähigkeit gesteigert wird. Schmerzliches Verbot. Einmal pro Begegnung. Okay, strahlender Glanz, das macht Brandschaden, inspirierte Flamme. Selbst mit Schwert und Arkebuse, aber er führt einen Bogen. Nee, mehrender Glanz. Nee, inspirierender Glanz. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber schmerzliches Verbot wäre auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir auf schmerzliches Verbot und erledigt. Gut. Welcome. Eine junge Orleanerin lässt ihre Finger über die Buchrücken vor sich streifen. Reihe um Reihe, Bewegung schnell und abrupt, wie die eines Vogels. Sie bemerkt dich erst, als du sie fast erreicht hast. Hoch, du hast mich erschreckt. Hast du die Erlaubnis, hier zu sein? Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Erweckung. Ich bin nur Meister Assos Assistentin, aber es ist eine Forscherin aus Revua zu Gast. Sie heißt Bella Sesh. Sie kennt sich angeblich damit aus.
Wenn das alles war, ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Was tust du hier? Hauptsächlich helfe ich Meister Aso dabei, seine Ausrüstung vorzubereiten und zu reinigen. Außerdem organisiere ich sein Büro, da er zu beschäftigt ist, um es selbst zu tun. Dann er lebt wohl. Das hat wahrscheinlich der wartende Mann. Mann, das hat sich hier aber geändert. Ja, ich sollte mit dem Oberwärter reden, habe ich gemacht. Oberwärter Edelmoor hat mir gestattet, mit den Besiedlern im Sanatorium zu besprechen, also zu sprechen, wahrscheinlich um zu sehen, ob sie etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, was auf die Aktivitäten des Planschlüssels hinweisen könnte. Mordred hat erwähnt, dass die Patienten des Sanatoriums aufgeregter seien als gewöhnlich und dass Kettmann Asso für ihre Pflege verantwortlich sei. Visage behauptet, sie wäre nicht die Richtige, um sich nach dem Verhalten anderer zu fragen. Kettmann Asso war nicht in seinem Büro. Offensichtlich führt er geheime Experimente durch. Ich sollte mit dem Oberwärter darüber sprechen. Es bleibt abzuwarten, ob eine Verbindung zu den Aktivitäten des bleiernen Schlüssels besteht. Not sure how I There you feel go. about this. Okay, Krankenakten. Patient ist weiblich und Mitte 40, wurde zu einem vergangenen Leben als Serienmörderin erweckt, das sich nun häufiger als dominierende Persönlichkeit der Seele durchsetzt. Patientin schwankt zwischen Gewalt und schweren Depressionen. Hervorgerufen durch die Schuld vergangener Taten. Schwache Kandidatin für das aktuelle Forschungsprojekt. Krankenakte Nordstation Gram. Der Patient ist männlich und schätzungsweise in den frühen 30ern. Sprachfähigkeit nicht mehr vorhanden, was vermutlich das Resultat der Überfragmentierung seiner Seele ist. Aufgrund dessen ist er eine ideale Testperson für das aktuelle Forschungsprojekt. Die Experimente haben jedoch zu starke Schmerzen und Panikanfällen geführt, weshalb ich für seinen Transport zu den jüngsten Prozeduren die Hilfe der Wärter in Anspruch nehmen musste. Krankenstation Igelmann, der Mitternachtsmann. Patient ist männlich, Mitte 20, legt akute Situationen und paranoide, wahnhafte Tendenzen an den Tag, die Zorn und extreme Gewalt hervorrufen. Die Gefahren im Umgang mit dem Patienten schließen auf weitere Verwendung für das aktuelle Forschungsprojekt aus. Usgrim. Der Patient ist männlich und ungefähr 17 Jahre alt, eingeliefert wegen Katatona-Anfälle, denen gelegentlich jähzornigen Ausbrüchen folgten. Die einleitende Sehnanalyse deckte schwere Essenzfragmentierung und Defizite auf. Letztere machen die Verwendung des Patienten im aktuellen Forschungsprojekt völlig unmöglich. Okay. Hier darf ich nicht rein, hä? Kenne ich dagegen, besser bewaffnet zu sein. Was würde es schon ausmachen, wenn die Kundschaft ein wenig beunruhigt wäre? Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Befehl von einer entsprechenden Statue entgegennehme. So, und hier drin ist nur ein Käfig. Die Kanten des Käfigs sind eingedellt und tragen Klauenspuren. Also, wir kommen nicht direkt ins Sanatorium rein. Also in die hinteren Bereiche. In den Zellentrakt. Wir müssen erst wieder mit der Statue reden. Hallo! Hast du etwas Interessantes erfahren? Ich habe Unterlagen gefunden, aus denen hervorgeht, dass Aso fragwürdige Experimente ausführt. Experimente? Kettmann Aso ist jetzt für das Wohlergehen der Patienten zuständig. Er ist nicht mehr befugt, Experimente auszuführen. Ich bin enttäuscht vom Kettmann. Ich hatte gehofft, er könnte deine Ermittlungen weiterbringen. Er ist gewiss in seinem Büro oder auf einer der Patientenstationen. Ich gewähre dir sofortigen Zugang, damit du ihn finden kannst. Du wirst dich gewiss mit ihm noch weiter über diese Angelegenheit unterhalten wollen, und ich zumindest bin äußerst neugierig, was er zu sagen hat. Sei vorsichtig auf den Stationen, es gibt dort einige gefährliche Fälle. Außerdem bitte ich dich, versuche die Patienten nicht unnötig aufzuregen, sie haben schon genug Sorgen. So. Also, seine eigenen Unterlagen haben gezeigt, dass er manchmal Patienten dazu gezwungen hat, an Experimenten teilzunehmen, obwohl sie nicht wollten. Ein Patient aus der Notstation Gram war besonders häufig Versuchsperson bei diesen Experimenten.
Vielleicht kann Gram die Frage beantworten, ob Azo mit dem bleiernen Schlüssel zusammenarbeitet. Ich habe vom Oberwärter die Erlaubnis bekommen, die Patientenstation zu betreten. Der Beseeler, der für die Patienten verantwortlich ist, kennt man Azo, hat nicht genehmigte Experimente durchgeführt. Sein verdächtiges Verhalten ist meine beste Spur zum Agenten des bleiernen Schlüssels. So, Level Up für Kanna. Auch wieder überleben. Beschwörungen. Das beschwört drei Lindwürmer, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Beim Klang seiner Stimme. Feindliche Einheiten im Wirkungsbereich sind gelähmt. Mein Sohn, erblickst du deine Schwester hinter dem Moor? Beschwört zwei Irrlichter. Renidatus Geist sprach, ich erwische dich, Benfiddle. Wirkungsbereich Kegel. Sind verschreckt, zersprengt die Fesseln, legt die Ketten ab. Befreundete Einheiten, Verteidigung bei Zurückziehen, Verteidigung gegen Humpelangriffe. Humpelnd weniger. Verteidigung gegen Bewegungsunfähigkeit, Versteinerung gelähmt. Okay. Und auch Wirker. Der Liebhaber rief zu seiner Geliebten: Ich bin dein. Bezaubert, okay. Frohlockkameraden, zwei Finger Tageslicht. Wirkungsbereich, Länge, springt bis zu dreimal nach oben. Der Sänger erschafft zwei reflektierende Strahlen aus purem Licht. Verbündete, die von ihnen getroffen werden, regenerieren Ausdauer und erhalten Immunität gegen die Wirkungen verängstigt und verschreckt. Aber Lindwürmer beschwören finde ich immer noch am praktischsten. Geliebte Geister. Verbessert die Verbindung des Sängers zu den von ihm genutzten Seelenfragmenten, wodurch die Heilfähigkeit der uralten Erinnerung erhöht wird. Passiv, uralte Erinnerung. Okay. Oder ich mach Scharfschütze? Nein. Schütze, ja, Schütze wäre nicht schlecht für Kanna. Welches Level haben wir denn jetzt so? Schon Level 6. Sehr gut. Hat auch ein bisschen Heilung gebracht, die Stufenaufstiege. Der Oberwärter sagt, dass du eintreten darfst, aber sei vorsichtig. Ja, die Fleischkonstrukte, die Sanatoriumswächter. Freyol. Freyol, die Wirbelsäule dieser Frau ist krumm, weshalb sie vornübergebeult steht. Ihre fettigen Haare hängen wie Ranken über ihre großen Augen. Sie lächelt dich an. Du besuchst sicher jemanden. Dann bemerkt sie, wie du aussiehst und fügt sie zu. Ein freundschaftlicher Besuch, hoffe ich. Was weißt du über diesen Beseeler namens Asso? Oh, ich mag ihn sehr gerne. Viele Beseeler scheren sich nicht um ihre Patienten. Für sie sind wir nichts als Versuchskaninchen für ihre Experimente, aber Meister Asso behandelt uns wie Menschen, selbst die Schwerstkranken. Man spürt, dass er den Menschen helfen will. Er hat mir geholfen, sehr vieles über mich selbst zu verstehen und nicht nur mir, das weiß ich. Es ist ein Jammer, was sie ihm angetan haben. Er verbirgt es gut, aber ich weiß, dass es ihm immer noch zu schaffen macht. Was ist mit Aso passiert? Freyas Augen huschen hin und her und ihre Stimme senkt sie zu einem kaum hörbaren Flüstern. Sie reden nicht gerne darüber, aber es gab einen Unfall. Er galt als einer der klügsten Köpfe im ganzen Dirwald. Dieser Ruf war es, der mich dazu gebracht hat, mich hier in Behandlung zu begeben. Die Leute sagen, sein Ego habe ihn dazu getrieben, das Vermächtnis aufheben zu wollen. Aber das ist Unsinn, auch wenn er ein kleiner Prahlhans war. Er liebt seine Heimat. Er dachte, er könnte helfen. Er sprach nicht viel über seine Arbeit. Er glaubte, seine Kollegen könnten versuchen, sie zu stehlen. Aber er sagte mir einmal, dass er einen Weg gefunden habe, eine Seele zu erschaffen.
Keine echte Seele allerdings. Wie hat er es ausgedrückt? Ein Stellvertreter, sagte er. Er hat eine Maschine, die Energie aus dem Äther selbst ziehen konnte. Ist das zu glauben? Wollte dadurch helfen, das Vermächtnis zu ertragen. Er wollte es leichter machen, Hohlgeburten zu lieben und zu pflegen. Die Götter wissen, dass wir das brauchen könnten. Weißt du, wie man diese leeren kleinen Säuglinge in UNRWAs Geschenk nennt?